Ja, hallo YouTube und Filmfreunde, willkommen zu einem Vlog von meiner Seite, also ein Labervideo. Ich habe sowas ja noch nie gemacht und habe mir gedacht, ich probiere das jetzt einfach mal, da ich das von einigen anderen Usern hier auf YouTube schon gesehen habe und ich finde das sehr interessant, seine Meinungen in einem Video zum Ausdruck zu bringen und die Reaktionen darauf zu sehen und halt Kommentare darüber dann zu lesen. Ja, und das Hauptthema dieses Vlogs soll das TV-Programm sein oder auch Fernsehen im Allgemeinen. Und ich werde versuchen, das Video weitestgehend neutral zu halten. Allerdings verzeiht mir den ein oder anderen Wutausbruch, falls ich einen kriegen sollte, aber das ist bei diesem Thema halt fast unumgänglich, sage ich mal. Da ich ja weiß, wie schlimm es um das TV-Programm steht, habe ich in den letzten Jahren gar nicht mehr oder so gut wie gar nicht mehr Fernsehen geschaut. Höchstens mal, wenn ein oder zwei interessante Sachen gekommen sind, habe ich mal eingeschaltet, aber ansonsten habe ich wirklich nur DVDs geguckt und war damit eigentlich auch zufrieden. Vor ein paar Tagen habe ich mir gedacht, ich schalte einfach mal wieder den Fernseher an, um zu sehen, ob vielleicht doch mal wieder was Interessantes läuft, aber nein. Ich hätte es besser nicht gemacht. Es hat meine Wut auf das TV-Programm wieder nur gestärkt. Und jetzt will ich mal ein bisschen auf die Sender im Allgemeinen eingehen. Also ganz oben auf meiner Prangerliste ist natürlich RTL. RTL war ja in aller Munde in der letzten Zeit, vor allem auch durch diesen ominösen Gamescom-Beitrag, bei der sie ja diese Leute auf der Messe aufs Übelste diskriminiert haben. Ich habe ja den Beitrag im Fernsehen nicht gesehen und bin halt durch diese ganzen Diskussionen auf dieses Thema aufmerksam geworden. Und dann habe ich mir halt das Video im Internet mal angesehen und ich muss sagen, es war wirklich absolut demütigend für diese Leute auf dieser Messe. Also ich bin zwar jetzt auch kein Gamer, aber ich habe absolut keine Vorurteile gegen diese Leute. Es sind auch ganz normale Menschen, die halt gern Spiele spielen. Und es ist immer eine subjektive Sache, man kann nicht alle Leute in eine Schublade stecken, aber das hat RTL gemacht. Die haben wirklich die kompletten Gamer auf dieser Messe in eine Schublade gesteckt und gesagt, die sind unhygienisch und die sind gefährlich für die Öffentlichkeit oder was weiß ich, was die da alles gesagt haben. Und ich war wirklich geschockt von von diesem Beitrag. Also, und ich finde auch zu Recht, dass dieser Beitrag im Internet überall beschimpft wird und kritisiert wird und ich kann mich dem nur anschließen. Also, was hat sich RTL dabei gedacht? Naja. Aber auch das restliche RTL-Programm kann man sich nicht ansehen. Das fängt ja schon an mit diesen Punkt 9, Punkt 12 Sachen, ja. Das sollen ja angeblich Nachrichtensendungen sein. Ja, Nachrichtensendungen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ob ein C-Promi ein Kind kriegt oder eine Handtaschensammlung von irgendjemandem oder wie man sich aus alten Teilen in seiner Wohnung irgendwelche neuen Sachen zusammenbasteln kann, interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Und ich finde, das hat auch in Nachrichtensendungen gar nichts verloren. Also kann man diese Sendungen schon mal komplett vergessen. Ja. Dann wären noch diverse Scripted Reality-Shows, wie wir sie alle kennen. Hartz-IV-Fernsehen per Excellence, also Mitten im Leben, Verdachtsfälle, Familien im Brennpunkt und der ganze andere Scheiß. Also ich verstehe einfach die Motivation dieser Sendungen nicht. Ich meine, sicher hat es diesen schaulustigen Effekt, seht mal, wie dumm die alle sind und dann werden sie auch noch mit diversen Kameraeinstellungen vorgeführt sogar und dann sollen halt die Leute sich drüber amüsieren und drüber lachen. Allerdings finde ich das ziemlich, ja, niveaulos und auch dumm, sich sowas anzusehen. Also mir wäre da meine Lebenszeit zu schade, so einen Dreck anzusehen. Und das Schlimme ist auch, dass diese Scripted Reality-Sendungen fast zwei Drittel dieser Sendezeit auffüllen. Ja? Also das finde ich schon recht bedenklich. Den Rest der Sendezeit füllen belanglose Daily Soaps auf,
also der Marke GZSZ, alles was zählt und so weiter. Davon kann man jetzt halten, was man will. Manche sehen sich das an, einfach weil sie wissen wollen, wie die Serie weitergeht. Kann ich auch nicht verstehen persönlich. Ich meine, davon kann man jetzt, wie gesagt, halten, was man will. Aber die Handlungen in diesen Daily Soaps sind immer so etwas von uninteressant. Also da geht es wirklich immer nur um Streitereien und um Fremdgehen und um wieder zusammenkommen. Und also ich verstehe einfach nicht, was an diesen Sendungen interessant sein soll. Ja. Ist halt meine persönliche Meinung und ich kann halt, wie gesagt, mit dem kompletten Programm einfach gar nichts anfangen. In einem Video mit diesem Thema dürfen natürlich die diversen Castingshows nicht fehlen, die sich ja in der letzten Zeit, also in den letzten Jahren, wie Metastasen über die kompletten Programme verbreitet haben. Angefangen bei DSDS über Popstars bis hin zum Supertalent und X-Factor. X-Factor war ja mal eine Mystery-Serie, die wohl ziemlich gut war. Und jetzt haben sie den Namen verschandelt mit so einer Castingshow. Ja, auch hier ist mir wieder schleierhaft, wie man sich öffentlich so dermaßen ablichten lassen kann und Peinlichkeiten aussetzen kann. Und das auch noch öffentlich und für die Quote eines Senders. Ja, und es werden ja auch bewusst peinliche Kandidaten weitergewählt, dass die Sendung auch Leute ansehen, die sich halt die Sendung nur ansehen, weil sie sich über die Leute lustig machen wollen. Und das ist ja eigentlich nicht die Hauptintention dieser Sendung. Aber sie nehmen es billig in den Kauf dafür, dass die Leute halt einschalten. Naja, auch eine dieser Sendungen, das hat jetzt zwar nichts mit Casting zu tun, aber auch mit öffentlicher Peinlichkeit, ist Ich bin ein Star, holt mich hier raus. Ist ja zurzeit auch wieder in aller Munde und läuft ja zurzeit auch wieder. Ist wirklich absolut entwürdigend. Also sogar für solche Prominente. Also die müssen da Känguruhoden essen und Blut trinken und was weiß ich alles. Und dann, also es ist wirklich so dermaßen pervers, was da teilweise abläuft. Ich meine, natürlich läuft es auf freiwilliger Basis, aber denen ist halt einfach bewusst, wenn sie das machen, dass dann die Leute über sie reden. Und das ist halt einfach eine absolut perfide Machart und es ist einfach so durchschaubar und ich kann das einfach nicht aushalten. Ja, also kann man auch komplett vergessen, diese ganze Sparte. Und ich hoffe, dass das endlich mal aufhört. Dann gehe ich mal auf die beiden Hauptsender ein, ARD und ZDF. Ja, dass man diese beiden Sender als das Aushängeschild des deutschen Fernsehens sieht, sozusagen, finde ich eine absolute Schande. Ich meine, da läuft auch von früh bis spät nur uninteressanter Müll, angefangen von irgendwelchen schlechten Krimiserien, über Daily Soaps, bis hin zu Politiker-Talkrunden, die über irgendwelche Themen labern, die auch keinen Mensch interessieren oder bei der sie sich auch komplett uneinig sind und auf keinen gemeinsamen Nenner kommen. Ich persönlich sehe nicht ein, dass man für so etwas GEZ bezahlt. Ja, leider ist man ja aufgrund eines neuen Gesetzes irgendwie gezwungen, jetzt GEZ zu zahlen. Anfang 2013 wurde das ja eingeführt. Aber ich werde mich bis zum letzten dagegen wehren, da es einfach nur Bullshit ist, für so einen Dreck zu zahlen. Ja, ich sehe das nicht ein, vor allem weil ich mir diese Sender ja auch nie ansehe. Also ja. Dann will ich noch auf die Werbung eingehen im Allgemeinen. Also falls mal wirklich ein interessanter Film irgendwo kommt, jetzt abgesehen von ZDF und ARD, also auf RTL und ProSieben und wie sie alle heißen, wenn mal wirklich mal ein interessanter Film kommt, was sehr selten der Fall ist, wird natürlich permanent alle Viertelstunde unterbrochen und ein 5-minütiger Werbeblock eingeblendet, was es unmöglich macht, einen Film wirklich, wirklich zu schauen und zu genießen auch. Und deswegen schaue ich mir auch keine Filme im Fernsehen an. Da schaue ich mir lieber die Filme auf DVD oder Blu-ray an. Da hat man mehr davon. Muss man zwar was dafür zahlen, aber egal, dann hat man den Film auch und man kann ihn so oft ansehen, wie man will und werbefrei. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn man in einem Film einmal eine viertelstündige Werbung in der Mitte als Pause sozusagen einfügen würde, weil ganz ohne Werbung geht es ja auch nicht. Die
Die Sender kriegen ja dadurch Geld. Aber dieses viertelstündige, fünfminütige Unterbrechen geht gar nicht, wenn man sich einen Film ansehen will. Ja, das ist meine Meinung. Ihr könnt mir ja eure Haltung in Bezug auf diesen Punkt mal unten reinschreiben. Ja, was gibt es noch für Sender? Es gibt noch Vox, aber den kann man auch komplett vergessen. Da läuft auch nur ja, so Sachen wie Shopping Queen, Shopping Queen. Warum soll ich irgendwelchen Leuten beim Einkaufen zusehen? Das ist oder Mieten, kaufen, Wohnung. Warum soll ich mir irgendwelche Leute ansehen, die sich Wohnungen ansehen und sie anmieten? Warum? Wenn ich eine Wohnung brauche, dann schaue ich selber danach. Oder Prominent wird auch wieder über irgendwelche Prominente, irgendwelche Sachen erzählt, die mich überhaupt nicht interessieren. Ich meine, was interessiert mich, ob Robbie Williams eine neue Couchgarnitur hat oder sowas? Das interessiert mich nicht. Ja, oder irgendwelche Auswanderersendungen wie Goodbye Deutschland interessiert mich auch nicht. Verlasst doch Deutschland, wenn es euch hier nicht gefällt. Ich für meinen Teil, mir geht's gut. Ich wüsste nicht, warum ich in ein anderes Land gehen sollte. Dann gibt es noch ProSieben. Ja, ProSieben, finde ich, ist noch der erträglichste Sender, sage ich mal. Wobei auch viel Dreck läuft. Aber von den ganzen Sendern, die ich jetzt hier aufgezählt habe, laufen noch die Sendungen, die am ehesten anschaubar sind, sage ich mal. Ja, es läuft zum Beispiel Scrubs, sehe ich sehr gerne, oder auch die Simpsons schaue ich mir auch gerne an. Allerdings kommt auch, wie gesagt, Two and a Half Men, was ich jetzt nicht so gerne sehe, da es einfach viel zu überhyped ist und ich Charlie Sheen nicht ausstehen kann. Also Ashton Kutcher, die neuen Folgen gehen. Vor allem, weil ich auch Ashton Kutcher sehr gerne mag. Aber ich weiche vom Thema ab. Big Bang Theory mag ich auch nicht wirklich. Und How I Met Your Mother mag ich auch nicht wirklich. Kann man sich alles ansehen, aber brauche ich jetzt auch nicht. Vor allem, da auch wieder ganz viel Werbung dazwischen kommt. Aber das ist jetzt Geschmackssache. Was für mich diesen Sender, also ProSieben, disqualifiziert, ist eindeutig Germany's Next Topmodel, was ja ab und zu dort läuft. Germany's Next Topmodel, naja. Bei diesem Thema, jetzt muss ich mich wieder ganz stark beherrschen, um nicht wieder einen Wutausbruch zu kriegen, da mich diese Sendung unglaublich ankotzt. Ich meine, Heidi Klum ist ja das Model schlechthin. Überall, was ich gar nicht verstehen kann. Ich meine, ich finde diese Frau nicht wirklich attraktiv. Also da gibt es weitaus schönere Frauen. Also ich verstehe nicht, warum da so ein Hype drum gemacht wird. Und auch diese ganze Sendung ist auch wirklich wieder nur ein einziges Vorführen der ganzen Personen, die da mitmachen. Allerdings haben es diese Personen oft auch nicht anders verdient. Ich meine, es sind wirklich nur kreischende und weinende Weiber dabei, die sich freuen, wenn sie mal eine Runde weiterkommen. Ich sag diesen Frauen mal was jetzt. Also falls einer dieser Frauen wirklich mal ein Video von mir sehen sollte, wenn ihr da weiterkommt, das bringt gar nichts. Es gewinnt am Ende nur einer. Ein einziger gewinnt am Schluss nur. Und selbst die wird nicht berühmt. Man kann davon nicht leben. Auch Galileo, das Wissensmagazin, lässt immer mehr zu wünschen übrig. Bringt seit einem Jahr oder noch länger auch immer nur seine mittlerweile wirklich nervigen Big Pictures. Ich meine, am Anfang war die Idee ja noch ganz in Ordnung, auf einem Bild eine Situation einzufangen. Das habe ich eigentlich ganz interessant gefunden und es ist auch teilweise geglückt in manchen Shows, aber jetzt machen die ja nur noch Big Pictures, Big Pictures, Big Pictures. Die machen gar kein richtiges Thema mehr. Oder irgendwas, was wirklich interessant wäre, darüber zu berichten oder ja, oder wirklich Wissen zu vermitteln, was ja von einer Wissenssendung eigentlich der Fall sein sollte. Ja, wie gesagt, Galileo kann man also auch vergessen. Habe ich früher sehr gerne geguckt, aber jetzt spricht es mich nicht mehr an.
Das Einzige, was man sich wirklich noch ansehen kann im Fernsehen, meiner Meinung nach, ist Schlag den Raab. Schlag den Raab ist für mich sozusagen das neue Wetten, dass. Ja, Wetten, dass kann man ja mittlerweile auch vergessen, seit es Markus Lanz moderiert. Markus Lanz, mein größter Erzfeind des Fernsehens sozusagen. Ich kann diesen Mann einfach nicht ausstehen. Einfach, er ist einfach schleimig und hat keinen Charisma und liest immer von seinen Kärtchen ab. Also ich ist arrogant, also ich mag diesen Mann einfach nicht. Ist aber auch wieder jetzt nur eine subjektive Meinung. Ja, genau, also Schlag den Raab ist wie gesagt mein Hoffnungsschimmer im deutschen Fernsehen. Das ist für mich das neue Wetten, dass. Es hat für mich die gleiche, ja, wie soll ich sagen, den gleichen reißerischen Aufbau und man kann mitfiebern zwischen Stefan Raab und dem Kandidat. Also ich bin ja immer auf der Seite von Stefan Raab. Da ich einfach will, dass der Jackpot mal bis 5 Millionen oder so nach oben geht. Und ich finde es einfach interessant, diese Kämpfe zwischen diesen beiden Männern zu beobachten und wer halt zum Schluss als Sieger vorgeht und das Geld bzw. den Jackpot nach Hause bringt. Und das ist wirklich so spannend. Ich stehe teilweise vor dem Fernseher und fiebere mit. Ja, also das ist wirklich eine Sendung, wo ich wirklich mit Begeisterung gucke und da nehme ich sogar die Werbung in Kauf. Ja, das soll es mal soweit gewesen sein. Ich denke, ich habe meine Meinung deutlich zugrunde gelegt hier und hoffe, es hat euch gefallen und ihr habt es auch teilweise nachvollziehen können. Ja, ich hoffe, ihr schreibt mir unten was ein. Ich würde mich sehr gerne mit euch über dieses Thema austauschen. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und ihr könnt mir auch Anregungen zu weiteren Vlogs unten reinschreiben. Also ich habe vor, noch weitere Vlogs zu machen. Also wenn das jetzt hier gut ankommt und wenn es Leute interessiert, dann hätte ich vor, noch weitere Vlogs zu machen. Ja. Dann bis zum nächsten Video. Macht's es gut. Ciao.